Maja, du solltest dich schämen, diese Livery zu fahren. Du solltest dich wirklich schämen, diese Livery zu fahren. Schäm dich. Na dann los. Schauen wir mal. Wie ist denn iRacing Idiots of the Week? Okay. Kurz ein bisschen leiser machen. Das Intro. Ich habe irgendwie Lust, das mal auf dem Super Speedway auszuprobieren. Was passiert hier? Boah, der hat aber auch alles gegeben. Aber er hat die Bremse. Nein! Oh, er hat die Bremse gehalten und dann das. Oh! Zur Hälfte alles richtig gemacht. Aber nur einen mitgenommen. Nee, gute Idee. Oh, das muss sich wirklich so kacke anfühlen. Ich möchte euch eine kleine Anekdote erzählen. Von Sigi Lentis. Sigi, die alte Bumsbirne. Das erste Mal LMDH. Le Mans. Wirklich sehr schönes Wetter. Das Auto in der Quali auf 1 gestellt. Alle haben sich geeinigt, dass wir Single-File starten. Sigi sehr erfreut darüber. Fährt los. Kommt zur Schikane. Fährt die Schikane so eng, dass das rechte vordere Rad angehoben wird und das Auto dreht sich raus. Das war die erste Quali, in der er sich auf P1 gestellt hat. Und hat das Auto einfach weggeschmissen. Wie ein Idiot. So ein Scheiß. Das erinnert mich daran. Oh, oh no. Das war's nicht. Das ist ein Blätten. Also, da sehe ich Blätten irgendwann mal, wenn der am Manesca fährt. Ist ja bald so weit, hat er gesagt. Das ist ein Blätten. Der fährt dann einfach hoch aufs Apron. Beim ersten Mal. Mein erstes Mal sah auch so aus. Original. Original, so sah mein erstes Mal aus. Und ich weiß noch sehr genau, wie Det_Alex laut lachte bei sich zu Hause. Ich hörte es bis hierher. Oh no. Nur ich war im Training, glücklicherweise, und nicht im Rennen. Ich war glücklicherweise im Training. From Hero to Zero, ja. Doch, das kommt hin. Alter, was macht er denn? Holy moly, was ist denn mit ihm?
Noch einen rausnehmen jetzt? Oh. Bagger, so der erste, Alter, und da kommt einfach aus nichts der zweite. Oh no. Und er. Oh. Nice. Nice grind. Oh, ich glaube, der ist vorbei. Nee, da ist Schluss, du. Oh, Red Bull Livery. Alter, was war dein Gedankengang? Alter, was war dein Gedankengang? Was denn jetzt? Hallo? Okay. Was macht ihr denn? Advice, never turn right on an oval. Hab ich gehört, funktioniert nicht so gut, ne? Was war denn jetzt dein Gedankengang? Oh. Oh. Hey, das haben wir bei Krodonas letztens gerade gesehen, bei Jansky. Der hat das sehr ähnlich gemacht. Oh, shit. Oh, aua. Das war ein bisschen überambitioniert. Oh no. Sag mal, was hast du hier zusammengeschnitten, Bagger? Deswegen geht das Video auch 18 Minuten. Oh. Oh, die Hände. Clownsmobil! Lebt das noch? Das Clownsmobil ist da durchgekommen? Ich geh krachen. Was? Boah, der ist da hinten noch. Der hat überlebt. Sage mal. Oh. Aua. Oh, aua, aua. Okay. Du, Maga, ich glaube, deine Lenkung ist kaputt. Ja. Deine Lenkung ist kaputt. Oh no. No, 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 no. Okay. Hier ist noch ein. Hat er, gibt er jetzt auf oder? Was versucht er denn? Dein Auto ist kaputt. Es ist kaputt. No, 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 no. No. Oh. No, 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 no. Why? Tu doch einfach. Oh, und er tot nicht. Jetzt, jetzt kommt er wieder raus. Oh, no. Die Lenkung immer noch schief oder schon wieder schief?
Was macht er denn? Der hat ja schon ein eigenes Highlight-Video. Er ist ja immer noch da. Ich habe das Gefühl, da könnte jemand die Strecke nicht geübt haben. Eventuell. Fährst du so weiter? Bitte nicht. Ach, das ist schon das zweite Rennen. Oh, no. Und das ist ja nicht mal Rookies. Ey, das ist im Oval wirklich. Und ob man das jetzt glaubt oder nicht. Aber das ist im Oval eine Sache, die ist gar nicht mal so zu unterschätzen, auf eine gelbe Flagge oder Safety Car aufzufahren. Da kann man sich sehr schnell mal verschätzen, wenn man hinten ist und wieder aufholen will. Ist nicht so geil. Was war das denn? Hat er keine Augen im Kopf? Why? Wie der Vordermann ihn auch einfach noch so richtig reinjibbaitet. Oh nein, ey. Starting from the pits for safety rating. Oh, Alter. Stell dir mal vor, du hast kein Qualifying. Und dann stehst du in der Box. Und dann hast du schon 5 Minuten deiner Lebenszeit verschwendet, Alter. Und dann hast du sowas. Ah. Oh, das muss richtig scheiße sein. What the fuck? Ja, Maga, dann hast du einfach Pech gehabt. Gibt's da eine Vorgeschichte? Du kannst dich doch da nicht einfach mal so schieben. Gut. Boah, ihm noch eine 4x gegeben. Ja, das hätte jetzt nicht sein müssen. Alter Verwalter! Mord und Totschlag, Junge. Oh. Yes, Brummkreisel. Das geht am besten mit Indycars. Yee! Oh nein, der spinnt nicht. What? Warum? Warum ist der da noch reingefahren? Hä? Naja, Red Bull Livery. Oh, nochmal nice ausgewichen. Da war es wieder. Da war es wieder, Chat. Aus nirgendwo. Ey, in jeder Folge ohne Scheiß ist sowas drin. Der Mercedes spitze ausgewichen und dann jetzt. Bang!
Oh no. Aus dem Nirgendwo, Mann. Hier ist der Dartboard. Holy shit, Junge. Jump and run. Das ist ja auch eine geile Bezeichnung. Dump and run. Payback. Oh mein Gott, solche Leute sollten wirklich sofort entfernt werden. Rate my backflip. Rate my backflip. Die war gut, war ne. Oh, was kommt jetzt? What the fuck? Oh no. Maga, du solltest dich schämen, diese Livery zu fahren. Du solltest dich wirklich schämen, diese Livery zu fahren. Schäm dich. Schäm dich. No. Okay, aber dafür kann er nun wirklich nichts, oder? Ja, was soll er machen? Der kommt halt von oben runter. Würde ich jetzt mal sagen. Oh, die hängen ineinander, glaube ich. Was macht ihr denn? Was ist denn hier los? Hä? Secondhand Ferrari. Ah ja. Oh no. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist hinne. Der ist vorbei. Moment mal, steht da gerade Grandstand Finish? Oh no. Oh. Ich habe wirklich gedacht, da fliegt einer auf dem Grandstand, aber okay, gut, ist nicht passiert. Oh, könnt ihr jetzt wirklich ohne Scheiß, ne? Könnt ihr jetzt schon gerade den Tilt im Voice spüren? Könnt ihr,
Könnt ihr den Tilt im Voice spüren an die Leute, die Road und iRacing fahren? Könnt ihr diesen Tilt gerade schon spüren, wie da auf Mutter gegangen wird im Voice? Ich kann den bis hierhin spüren. Oh. Das war aber Rate My Flickflack, Alter. B-Note auf jeden Fall stabil. Und du kannst nichts mehr machen. Du kannst nichts mehr machen. Du bist einfach nur noch Co-Pilot. Ja, die Stelle ist schon tückisch. Die ist wirklich nicht einfach zu fahren, diese Kurve, ehrlich nicht. Ich habe da super große Probleme, egal mit welchem Auto. Kommt nochmal die Rache? Oh! Nichts Böses? Okay. Ich hätte jetzt mit was anderem gerechnet. Das war ja noch human. Ich habe gerade ganz viele Fragezeichen über meinem Kopf. Okay? DRS on. Na klar. Das sah nach verbremst aus. Und das war knapp. Oh, mich ärgert das manchmal ein bisschen, dass man nicht über diese Dinge rüberkommt. Also die sind ja dafür gemacht. Aber es wäre schon geil, oder? Wenn wir nochmal so richtig schön im Oval ein Fliegen sehen über den Zaun. The damage is only mental. Wow. Ich würde sagen, da hat einer keinen Bock mehr gehabt, oder? Ist das so ein Ding, Leute, dass man einfach am Ende sich sagt so, ey, pff, scheiß drauf, hab keinen Bock mehr? Eigentlich schon, oder?